Josef Still, Domorganist an der Hohen Domkirche Trier. Er studierte katholische Kirchenmusik in München und ist seit 1994 in Trier. Heute führt er uns in die Welt der Orgelmusik ein. Für Josef Still ist sein Beruf etwas ganz Besonderes. Viele sagen, der Spieltisch der Orgel sei der schönste Arbeitsplatz im ganzen Bistum Trier. Und das stimmt wohl auch. Durch den Treppenturm führt uns Josef Still zu dem Spieltisch der Orgel, wo er sich bereit macht, ein paar Takte zu spielen und uns die Funktionsweise des gewaltigen Instruments erklärt. Die große Schwalbennestorgel im Trierer Dom stammt aus dem Jahr 1974. Sie hat 4 Manuale und ein Pedal, also 5 Werke, wie man sagt. Und jedes dieser Werke ist auch räumlich eines der Stockwerke der Orgel. Beispielsweise unter mir und hinter mir ist das Rückpositiv das erste Manual. Die Registerzüge dazu finde ich hier. Beispielsweise eine schöne Flöte Vierfuß. Ich kann auch hier ein schönes Pleno zusammenstellen, also ein glitzerndes Forte. Das könnte dann so klingen. Das ganz oberste Stockwerk ist das Hauptwerk, mein zweites Manual, mit den meisten und auch den lautesten Registern. Hier würde zum Beispiel ein solches Pleno so klingen. Hier gibt es auch 3 starke Trompeten, 16 Fuß, 8 Fuß, 4 Fuß. Hier direkt über dem Notenpult ist das kleine Brustwerk, das dritte Manual. Und dieses Brustwerk hat Jalousien. Und diese Jalousien kann man öffnen und schließen, indem ich einen Fußtritt bediene hier am Spieltisch. Dadurch wird der Klang natürlich laut bzw. leise. Ich begleite auf dem Hauptwerk. Schweller geht zu. Ja. Hier gibt es eine schöne leise Zunge, ein leises Zungenregister namens Vox Humana. Auch gibt es hier einen Tremulant, wo ich einen lyrischen Klang noch ausdrucksvoller machen kann mit Tremulant. Da
Das vierte Manual ist das große Schwellwerk. Auch dieses Werk hat Jalousien, die man allerdings nicht sieht. Hier gibt es beispielsweise ein Schwebungsregister, Unda Maris genannt, die Welle des Meeres. Auch im Schwellwerk gibt es drei laute Zungen. Im Vergleich zu den Trompeten des Hauptwerks und als weiteres Werk, wo die Pfeifen links und rechts stehen, ist das Pedal, die Klaviatur, die man mit den Füßen spielt. Hier gibt es auch die tiefsten Pfeifen, die längsten Pfeifen. Jetzt kann ich auch eine Summe bilden aus allen diesen Manualen über die Koppeln. Und durch die Koppeln kann ich dann einen doch sehr starken Klang erzeugen. Ein besonderer Clou hier sind Röhrenglocken, die auf dem zweiten Manual spielbar sind. Das klingt dann so. Für Josef Still beinhaltet der Beruf eines Organisten viele unterschiedliche Aspekte. Die Hauptaufgabe des Organisten ist ja, bei Gottesdiensten, bei Messen und bei Andachten und Vespern zu spielen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, eine Stimmung aufzugreifen, eine Stimmung auch herzustellen, zu verstärken. Wir haben große Einzüge mit Kardinälen und Bischöfen, wo es festlich zugeht, aber auch ganz beschauliche und zarte Sachen, wo die Orgel sich ganz zurückhalten muss. Das ist für mich sehr, sehr schön, in diesem Zusammenhang zu arbeiten. Die Trierer Domorgel beinhaltet eine weitere Besonderheit, die sie von anderen Orgeln unterscheidet. Eine Besonderheit der Trierer Orgel ist das Material des Aluminiumguss. Das ist ein Baustoff, der im Orgelbau völlig unüblich ist. Meines Wissens gibt es nur zwei Orgeln mit Aluminiumgusselementen. Das ist die Trierer Domorgel und die Orgel im Ingolstädter Münster. Die Kleisorgel im Trierer Dom hat viele Saiten. Josef Still demonstriert uns dies, indem er alle Register zieht und sich von uns mit einem großen musikalischen Finale verabschiedet.